Guck mal da. Schiebe! Du! Was hab ich euch gesagt, Mann? Hallo, Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Jetzt geht's gleich los mit der afrikanischen Futur. Steven ist am Start, der muss eben noch ausliefern. Ich hab ein bisschen zu früh dran, dann kommst du gleich, geht's los, ne? Ja, gleich geht's los. Ja, Mann. Oh, ihr habt Steven gehört, Steven ist gleich am Start. Das Einzige, was ihr tun müsst, einfach Kommentare folgen. Wenn wir 1000 Kommentare reinkriegen, das wäre mega. Und einen Daumen oben, da würde ihm einen riesen Gefallen mit tun. Und jetzt kommt der Steven auch am Start. Er wird afrikanisch gefressen. So, und da ist auch schon Steven am Start. Steven? Okay, sorry. Komm auch gleich rein, ich esse auch gleich drin. Aber mit Steven. Was geht ab, Freunde? Was geht, Steven? Wir werden heute afrikanisch fressen, ne? Aber richtig. Deine Geschmacksknospen werden explodieren. Wir sind richtig mitten in der Stadt und hier ist so ein afrikanisches Restaurant. Und das wird dich echt umhauen, ich sag dir. Okay, hier ist der Laden, Leute. Halal auch, halal. Wo ich mal in Bulgarien war, da war jeder Laden so ganz klein. Ja. So könnte ich mir in Afrika richtig vorstellen, dass man wirklich hier reinkommt, so vom Feeling her. Ich weiß nicht, was das mit Bulgarien zu tun hat. Kurz, Bulgarien mit ganz Afrika verglichen. Man sieht, Steven, wo bist du eigentlich? Steven, wo bist du? Was ist Steven? Steven ist kurz los, Junge. Ich hasse das, wenn die Kamera mich nicht nimmt, Digga. This is Mambo number 5. Number 5, oh. Ja, number 5. Alter. Die haben die Karte geändert, muss ich sagen. Früher war es nur so ein Zettel, so ausgedrückt. Wir wollen ja auch noch zwei andere Läden gleich testen. Mhm. Wie essen wir westafrikanisch, hast du gesagt heute? Westafrikanisch. Aha, okay. Aber ich habe noch was für dich, besonderes gleich hier. Ja? Denn wenn du schon afrikanisch isst, musst afrikanisch dann auch fühlen, weißt du? Okay, muss. Ich fühle aber immer. Wenn man es einmal gegessen hat, dann kriegt man richtig Bock drauf. Dann denkt man sich, oh, soll ich hier Oscar? Ja. Der macht sich selber Fufu. Macht sich selber als Fufu? Digga, krank. Der sah, als würde er sich einen Einlauf reinsetzen. Ich mach mir Fufu. Wie war dein afrikanischer Name nochmal? Kofi. Kofi. Wie ist meiner jetzt nochmal? Digga, jetzt müssen wir gucken. Wann wurdest du geboren? 7. September. Ja, aber den Tag? Montag. Sag ich dir das. Heißt das, bei dir in Ghana kann man sich seinen Namen nicht aussuchen? Kriegt man zugewiesen, oder? Genau, zugewiesen. Du wirst raus und die sagen so, das ist ein Kofi. Ehrlich, jetzt? Ja, ohne Scheiße. Du bist auch ein Fashion-Name, Digga. Wie? Du heißt Kojo. Kojo, ja. Also du bist halt Kojo. Und du bist Kofi. Die beiden Ks, Digga. Ja, Mann. So, Steven, Maya. Jetzt haben wir unser Essen bekommen. Das duftet schon mal sehr gut. Das duftet richtig. Hier haben wir den Fisch, ne? Ja, hier haben wir den Fisch. Mhm. Hier haben wir frittierte Bananen. Mhm. Hier sind so Beans, Erbsen, Beans mit so einer roten Soße. Ich liebe diese Soße, weil die ist, tut mir leid, mal zu scharf. Ja, ja. Okay, die ist scharf und halt Reis ganz normal, ne? Okay. Also das ist wirklich so ein klassisches Essen, was du wirklich sehr, sehr, sehr oft isst. Wir werden das jetzt direkt uns mal genehmigen. Wenn er afrikanisch ist, muss er natürlich auch afrikanisch aussehen. Gucken wir mal rein, ja. Da ist mal jetzt den hier. Mmh, guck, was glaubst du, wonach das schmeckt? Als würde ich einen Chicken beißen. Fritösenmäßig. Oder? Echt geil, Mann. Echt? Mmh, magst du? Echt geil, mag ich. Oh. Als hättest du einen geilen Teigmantel da drum. Beispielsweise gibt es ja so Teigtaschen mit Fleisch gefüllt. Ja. Der erste bist, wie bei meinem russischen Kollegen. Feier ich, Digga, dass du die magst. Weil ich mag die nicht, Digga, bin ich ganz ehrlich. Echt? Nein, Mann, das ist gar nicht mein. Hau dir doch auch mal einen rein, nur mal, vielleicht machst du jetzt. Okay, die Bohnen. Da bin ich auch gespannt. Mhm. Da ist ein Gewürz drin, kann ich gar nicht, kann ich auch nicht beschreiben. Mhm. Bohnen sind auch nicht so mein Ding, nee. Reis, einfach Reis mit Tomatenwürfel. Und das, sag ich mal, die Attraktion, der Fisch. Der sieht auch eigentlich richtig kross aus, ist aber nicht, der ist so weich, wisst ihr? Halt mal hier hoch. Ja. Er ist ein bisschen trocken. Ja. Mhm. Das erste Feeling ist, so stelle ich mir einen Fisch vor und dann ist direkt am Meer. Mhm. Der Fisch ist mittelmäßig, sagen wir mal so. Mhm. Und die Bananen mega. Hätte ich eine 8 von 10 gegeben, dem Fisch vielleicht eine 5 von 10 und den Bohnen auch so eine 5 von 10. Eine Reis ist Standard, dann würde ich den Komplettgericht eine Note geben, würde ich eine 6 von 10, weil ja, die Bohnen sind nicht so meins und Fisch ist, weiß nicht, ist auch nicht so mein Ding. Aber es war ja nur die erste Station und wir ballern zur nächsten, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Okay, warte mal, den
Fans bitte einmal. Ja, Mann. Warte, ich kann auch. Zeig mal, was du drauf hast. Yeah. Ja, Mann. Papaya. Ja. Yep. Wir werden jetzt hier mal den zweiten Laden von Ringles abchecken. Schauen, aber diesmal glaube ich, weiß ich, Fisch ist riskant, aber ihr habt so viel Fische, Mann. Ne? Ja, ja, wir sind Fischer. Ey. Wir sind richtige Fische. Ey. Und dann gucken wir mal. Ich mache mal noch ein Foto hier eben von dem Laden, weißt du? Da ist Stevens Mutti. So, moin Chef, grüß dich. Hi, moin. Ja, wir wollen jetzt richtig schon bei dir schlemmen, ne? Bist du Inhaber hier? Ja. Okay, gut, dann gucken wir mal in die Karte hier rein. Sehr viel Fisch wieder, ja? Sieht schon wieder geil aus. Scharf marinierte Kochbanane. Ja, dann hast du zweimal Banane. Das scheint so, als wenn du dann auf Bananen stehst. Ey. Ich weiß nicht, ob du dir diesen Status geben willst, aber nicht ganz ehrlich. Könnte gefährlich werden, das könnte richtig nach hinten losgehen, aber richtig hinten, Digga. Alles gut, ich hab Vaseline dabei, Digga. Ja. Keine Sorgen. Vaseline darf man gar nicht nehmen. Das gibt noch mehr Reisgefahr. Von der Praxis für die Praxis, oder? Alles nachrecherchiert. Aber der sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Fermentiertes Mais-Manio-Knödel mit Okra-Soße, ne? Ja. Afrikaner essen mit der Hand, Digga. Ja? Kann ich das mit der Hand? Sag mal ehrlich, ich sehe aus wie ein Pfadfinder gerade. Das sieht aus wie mein Pfadfinderabzeichen hier. Du siehst aus wie ein Südafrikaner. Ich habe mich gerade gefragt, ehrlich, wie ich das mache. So, ob denn jeder danach auf Toilette geht und Hände wäscht. Aber man kriegt hier echt so ein, kriegst du so eine Schüssel an den Tisch. Ja. Immer vorm Essen, waschen und man isst nicht mit der linken Hand. Das ist Teufelshand. Damit wischst du deinen Arsch ab. So, das ist richtig beleidigend, wenn du mit der linken Hand. Ist das? Ja, ja. Oder nur rechts. Aber ich brauche ja die rechte Hand, um... Was machst du? Wieso? Wie soll ich das denn sonst machen? Einfach nur so. Wenn du scheißen gehst, wäschst du auch nur vor der Hand? Sei ehrlich. Ja, walla. Das ist die gute Suppe. Achso, ich dachte, es gibt Hähnchen. Hähnchen? Dachte ich. Aber macht nichts. Fisch auch gut. Der Fisch ist so saftig, der weint sogar schon. Ne? Kann ich dafür jetzt nur eine Hand benutzen auch, oder was? Du kannst beide Hände benutzen, aber du isst nur mit der einen. Das ist Benku. Das ist der Bruder von Fufu. Das ist aber heiß. Er soll ja auch heiß sein, ne? Hat er schon seine Hände gewaschen? Ja. Hat er Seife benutzt? Nein. Dann ist alles richtig. Man darf vor dem Essen keine Seife benutzen. Also ich habe es unbewusst richtig gemacht, weil ich es immer richtig mache. Ja, machst du immer so. Wäsch auch beim Scheißen deine Rückhand. Das ist so kneifen, so ein bisschen größeres Stück. Mhm. Ja, das sieht gut aus. Mhm. Und dann musst du so einen kleinen mit dem Daumen reindrücken, damit so ein kleines Löchlein da ist. Und da kommt sozusagen die Soße rein. Das Löchlein, das bleibt nicht richtig, Mann. Ja, du hast es nur nicht drauf. Löchlein schließen sich auch wieder, weißt du? Also Suppe schmeckt mir gleich sehr gut. Echt? Suppe schmeckt mir gleich sehr gut. Da sieht richtig die Fettschicht hier drauf. Ja, tatsächlich. Was ist denn das jetzt in Nummer 7? Da müsst ihr ihn mal gleich fragen. Ich kann es nicht so ins Deutsche übersetzen. Ja, Spinner, du lügst doch. Maniokknödel, Digga. Maniokwurzel gibt es zum Beispiel. Aber dann ist es das. Maniokwurzel. Dann ist es das. Ich bin nicht der Suppenfan eigentlich. Aber diese Suppe können wir zum Suppenfan machen. Die ist richtig geil. Das ist ein starkes Feedback für einen Schwarzen. Also dieser Kram, so schmeckt er jetzt nicht so prächtig. Genau. Isst man, glaube ich, auch einfach nicht so. Aber die Suppe, ich versuche, die mal greifbar zu machen. Ja. Genau so ist es. Wie wenn man Zwiebeln hart anbrät in der Pfanne. Wenn man selber kocht und die leichten Gulasch-Touch hat, ist aber nur leicht. Und dann geht es aber in Schärfe über und einfach durch sag ich mal, relativ viel Fett im Essen. Dieses Liebliche von diesem ölig-geschmeidigen feiere ich. Feiere ich auch, der das Fuß feiert. Bin ich ganz ehrlich, bin ich gerade richtig, richtig stolz wie so ein kleines Kind. Leichte Gulaschnote kommt am Anfang, ich schwöre dir. Leichte Gulaschnote, aber dann geht es über in was Liebliches, durch die schöne Fettnote und in was Scharfes rein. Wirklich. Der Reis hier, der ist wirklich ohne Scheiß, wie bei den Türken wischen. Ist das für dich scharf? Das ist für mich scharf, ja. Ich kenne Schärfe nicht. Willst du Marc Gebauer ficken? Ich bin schwarz, ja. Das Ding ist, ich laufe nicht rot an. Das ist mein Glück. It was at this moment that he knew he fucked up. Schwarz sein hat nur Vorteile. Ich weiß, du hast einen dicken Prügel da unten. Guck mal, du läufst nicht rot an. Der ist ein bisschen krustiger, aber nur hier vorne da. Du feini bist du. Ein ganz feini. Der Fisch ist noch saftig. Meine Fresse brennt immer noch von der Schärfe, Mann. Was kennst du? Was? Ah. Wenn ich jetzt die Sachen einzeln bewerte, würde ich hier echt Suppe 8,5 geben. Ja. Reis gebe ich auch eine 8,5. Ja. Mhm. Fisch ist für mich lecker, in Ordnung, nicht gut, nicht schlecht, 6,8 gebe ich. Mhm. Mhm. Aber die beiden Dinge haben mich geflasht, Steven. Da könnt ihr stolz auf so eine Gerichte sein, wirklich, das ist richtig, richtig gut. Gut, wasch mir jetzt mal die Hände. Wasch mir mal die Hände, ja.
Ich wusste das auch. Dr. Remy, Alter. Wie geht's euch? Alles klar? Ja, muss. Hast du mit Fingern gegessen? Das hofft. Ja, Standard. Ah, geil, Alter. Ich wette, du würdest einen Fehler machen, wenn du das isst hier. Ich würde meine Hände erstmal nass machen, so. Mhm. Dann nehme ich ein bisschen Seife. So mach ich das, Digga. Fake-Afrikaner. Dann geht ihr gleich duschen. Du darfst keine Seife vornehmen, weil dann riechen deine Hände nach Seife und das Essen wird nach Seife schmecken. Ja. Ich habe das mein Leben lang so gemacht. Ja? Tatsächlich, ohne Scheiße. Er wäscht seine Hände auch von oben. Wenn zum Beispiel Steven scheißen geht, wäscht du auch nur von unten die Hände. Was ist mit dem letzten Laden, wo wir jetzt hinfahren? Ghana Aba Abuche, das heißt Ghana kommt nach Deutschland. Mhm. Und da gehen wir jetzt hin. Und dann gucken wir, ob Ghana wirklich in Deutschland angekommen ist. Let's go, Alter. Also noch mal kurz zum Gulasch, ne? Steve, nur ganz kurz. War zu Gulasch hier, was auf. Guck mal, er denkt, es schmeckt nach Gulasch, weil Okro wird ja auch lange eingekocht und das schmeckt intensiv. Bei Gulasch ist das genauso. Mit Zwiebeln wird das eingekocht, und, ne? Ja, ja, es wird halt, also nee, Okro wird nicht mit Zwiebeln eingekocht. Aber da sind Zwiebeln drin. Da müssen Zwiebeln drin sein. Guck mal, ja, guck mal, das Ding ist, Dodos Papa hat früher Okra-Suppe in der gleichen Schüssel gemacht, wo er auch Gulasch gemacht hat. Schon Hände gewaschen. Mit Seife noch in der Soße. Ja. Nein, aber das ist so. Ich google das. Oh. Achso, nicht da, ich hab gerade was falsch gemacht. Okra ist richtig, Digga. Rezept da, ja. Da wird dick Zwiebeln in den Zutaten drin sein, Mann. Keine Zwiebeln, nein, aber! Nein, nein, nein! Hause, Junge. Nein, das sind keine Zwiebeln! Weißer Mann! Guck mal da! Zwiebeln! Du! Was hab ich euch gesagt, Mann? Okay, was heißt Zwiebeln auf Englisch? Onion! Onion! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on a plot and a scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut freeze up. Straight drop in the chills. I'm talking. Schreib mir noch mal bitte in die Kommentare rein, ne? Wer von den beiden ist Schwerzer? Ain't no other way. Up next and I'm putting you away. Yeah, maybe another day. Give me a trophy, I'ma put it on display. Hope you ready for the combat. Ja, hier fühlt euch wie zu Hause, ne? Ja, jetzt ist es zu Hause. Ja. So muss das sein, ja. Dann gucken wir mal, was ihr Schönes auf der Karte habt. Damit ihr es auch ein bisschen romantischer habt. Ah, cool, ja. Okay, also nehmen wir dieses eine, was ihr eben gesagt habt. Also Acheke, ja. Ja, ja komm, dann nehmen wir Fufu auch nochmal. Okay. Was sagst du zu meinem Outfit hier? Ist das so? Ich laufe immer so rum. Ich finde, wenn du so ein Video drehst, dann musst du auch diese Fanta probieren, weil die schmeckt wirklich komplett anders. Guck, wir haben afrikanische Fanta, haben wir jetzt schon. So sieht die aus. Noch hat wenig Kohlensäure, ne? Schmeckt echt so ein bisschen Brausepulver, die ist aus der Tüte Charakter. Hallo. Hallo. Sie meint nicht, weil du weiß bist. Ja, das stimmt. Ich sag's euch, man nennt mich auch den weißen Schwarzen. Ne, den schwarzen Büffel. Schwarze Büffel von Buxude, ja. Prost zum Wohl. Prost Mahlzeit. Ui. Alter, das sieht richtig schön aus. Ja. Guck mal, das ist ja noch am Knochen, das sind das Hähnchen. Ja. Das ist hier Schenkel. Schenkel Keule, ist das. Das war heiß bestimmt, ne? Geile Schärfe, geile Schärfe. Gefühlt noch ein bisschen Süße. Ach, boah, Alter. Ganz ehrlich, das ist eines der besten Hähnchen meines Lebens. Ganz ehrlich, kriegt ihr Benotung, kriegt ihr nachher. Krass. Digga. So ein zartes Hähnchen kann ich mich nicht daran erinnern, zumindest gegessen zu haben. Jetzt machen wir es traditionell. Digga. Das sieht wunderschön aus. Ich sag euch wirklich, das ist ein Vorzeigeladen hier, ja, für die ganze afrikanische Kultur. Das, wirklich, das ist super. Von allen das krasseste hier gerade, Mann. Also das ist rote Pfeffersoße, was er kann. Rote Pfeffersoße? Ja. Und mhm, die grüne Pfeffersoße. Er fühlt maximal. Ja. Das ist für mich mal ein Erlebnis, wirklich. Und wenn man hier als Deutscher hingeht, kriegt man was anderes, wie man es nicht kennt. Mhm. Und wo man wirklich sagt, einfach bis Essen gegangen und hat es einen geilen Tag. So. Bro, was soll ich dir sagen? Ich war nicht von Anfang an dabei, aber trotzdem. Mhm. Das war gerade wie so eine Höhle. Das hat, glaubt mir, so was Sandiges, jetzt nicht falsch verstehen, nicht trocken in dem Sinne, aber so eine geile Konsistenz. Das ist so lustig. Das ist lustig, ne? Ja, hab ich verstanden. Ja, muss man nennen, das ist ein Prozess. Das ist nicht Couscous, sondern? Das ist nochmal, das ist Cassava. Ich könnte jetzt rumlügen bei dem Essen und mir irgendwas ausdenken, was ähnlich so schmeckt. Aber Gulasch, Gulasch, alles gut. Da sind einfach Gewürze drauf, die sind unbeschreiblich. Hier kann ich euch sagen, wer mal so ein Food-Erlebnis haben möchte, dieses Gericht bestellen. Das hat er gelernt. Scharf. Er hat was Fruchtiges irgendwie. Boah, das was ist wie Kaugummi ein bisschen. Aha. Scharf auf jeden Fall. Hm?
auch wieder komplett anders, die Suppe vom Geschmack, so, kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall lecker. Fufu würde ich jetzt mal, sag ich so, ist jetzt keine Geschmacksexplosion, dieses Innere. Ich würde sagen, die Suppe ist gut gemacht. Aber, ja, haut mich nicht vom Socken. Da ich nicht so Suppenfan bin, gebe ich eine 7 von 10. Dem hier würde ich echt, dann gebe ich eine 9,5, weil das Hähnchen ist das krasseste überhaupt, Mann. Oh, krank, Alter. 9,5 ist echt gut. Das ist sehr gut. Leute, ich verlinke das hier auch noch mal in der Videobeschreibung. Ghana, aber apokire. Was macht ihr so, ey? Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Denkt dran, die Jungs haben beide auch einen Food-Kanal, verlinke ich in der Videobeschreibung. Gerne ein Abo da lassen. Gerne natürlich auch für mich und Daumen hoch und Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Ja. Wie war mein Name nochmal? Ja, sag doch! Warte. Montag. Kojo! Kojo!